Lesung. Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Heute spreche ich mit der Autorin Christine Wöllmer-Bergmann. Hallo Christine, stell dich doch einfach mal vor. Mein Name ist Christine Wöllmer-Bergmann. Ich komme aus der schönen Hansestadt Hamburg und ich bin Fantasy-Autorin. Aus welchem Buch liest du denn heute? Ich habe euch heute meinen Roman Watching Over You, Mein Leben für Deins, mitgebracht. Das stelle ich euch gerne vor und lese auch gerne etwas daraus hervor. Und ich habe euch auch den Klappentext mitgebracht, schon mal so zum Anfüttern sozusagen. Mein Mund fühlte sich merkwürdig taub an, meine Lippen kribbelten, meine Arme waren blutbedeckt. Das Schlimmste, was passieren konnte, war eingetreten. Siva ist ein Schutzengel und unzufrieden mit ihrem Job. Ihr Schützling Leonore ist todlangweilig. Als Leo Matt kennenlernt, ist Sivas Laune auf dem Nullpunkt, denn auch Matt hat einen Schutzengel. Seth, den unerträglichen Besserwisser aus ihrer Abschlussklasse. Doch plötzlich nimmt ihr Auftrag eine Brisanz an, die unüberwindlich erscheint. Leo und Matt stecken in Schwierigkeiten, ihre Leben sind in Gefahr. Und dann sind da noch diese verflixten Gefühle, die alles ins Chaos stürzen. Siva kann nur mit Seth bestehen, oder? Ein sehr interessanter Klappentext. Ich habe alles gegeben. Das hast du sehr gut gemacht. Und daher fängst du bitte auch gleich mal an zu lesen. Sehr gerne, das mache ich. Wir starten ganz vorne im Buch. Ich wollte schon immer ein Schutzengel sein. Es war im ersten Jahr meiner Ausbildung, dass ich von dieser besonderen Abteilung im Himmel hörte. Sofort läuteten in meinem Kopf alle Glöckchen und ich wusste, dass ich diese Aufgabe unbedingt für mich wollte. Es gab keine Alternative. Schutzengel, das war das, was ich machen wollte. Meine Berufung. Also setzte ich alles daran, diesen Job zu bekommen. Ich quälte mich durch alle Prüfungen, machte zusätzliche Ausbildung und meldete mich für jede noch so kleine Extraaufgabe, um allen zu beweisen, dass ich das Zeug dazu hatte. Mit Erfolg. Am Ende des Grunddienstes kamen die Zuständigen zu mir und beriefen mich zu den Schutzengeln. Kurz darauf übernahm ich meinen ersten Schützling. Ich hätte nicht glücklicher sein können. Zumindest kurz. Mittlerweile sehe ich die Dinge etwas anders. Ich liebe meinen Job immer noch. Das Problem ist mein Schützling. Leo ist der langweiligste Mensch der Welt. Ich wusste es gleich, als sie mir zugeteilt wurde. Ich blickte in ihr freundliches Gesicht und wusste, dass sie weder Politikerin noch Superstar oder Umweltaktivistin wird. Ich riet richtig, denn Leo wurde nach ihrem Studium der Informatik Softwareentwicklerin. Der langweiligste Job auf der Welt. Den ganzen Tag sitzt sie vor dem Rechner und ich stehe unsichtbar dahinter und weiß, dass meine Arbeit hier Verschwendung meines Könnens ist. Ich versuchte, mit meinem Vorgesetzten darüber zu sprechen. Vorsichtig erklärte ich ihm, dass meine Fähigkeiten bei einem anderen Schützling besser verwendet wären. Zacharia verstand das Problem nicht, einmal ansatzweise. Außerdem bekam ich Ärger, weil ich mich beschwerte. Siva, es ist nicht dein Job, dir über die Zuteilung Gedanken zu machen, schnauzte er mich an. Das ist mein Job und ich weiß, was ich tue. Die Auswahllisten, nach denen wir zuteilen, sind gesetzt und es werden niemals, niemals die Schützlinge getauscht. Hast du verstanden? Geh auf die Erde, wach das Mädchen und tu, was du gelernt hast. Damit war ich entlassen und keine weitere Diskussion erwünscht. Ich hätte schreien können, weil er mir überhaupt nicht zuhörte und meinen Einwand einfach abtat. Wozu war ich denn die Zweitbeste meines Jahrgangs, wenn ich nicht einmal jemand Wichtiges bewachte? Leo hatte keine glänzende Zukunft vor sich. Ihre Bewachung machte gar keinen Sinn. Gar keinen. Und im schlimmsten Fall hatte Zacharia mich jetzt auch noch auf dem Kieker. Jetzt musste ich die Füße stillhalten und ihm beweisen, dass ich meinen Job richtig machte. Es gibt doch dieses geflügelte Wort, sich ins eigene Fleisch schneiden. Das hier war ein Paradebeispiel dafür. Seitdem fühlte ich mich auf dem Prüfstand und ich wusste nicht, was ich dagegen tun sollte. Immer wieder kaute ich das Gespräch in meinen Gedanken durch und kam einfach nicht weiter. Ich hätte einfach den Mund halten sollen, war die unangenehme Erkenntnis. Aber ich wollte diese winzige Chance nutzen, als ich bei Zacharia wegen einer anderen Sache zum Gespräch gebeten wurde. Das hatte ich nun davon und fühlte mich immer noch schlecht, obwohl es mehrere Monate her war. Wie jeden Morgen erschien ich in Leos Wohnung, als ihr Wecker klingelte. Ich wechselte auf die Astralebene, eine Art Nebenebene der Erde, auf der ich mich unsichtbar bewegen konnte. Wie hinter einem hauchdünnen Schleier. So war ich direkt an Leos Seite, ohne dass sie mich wahrnahm. Ich betrat ihr Schlafzimmer, als sie sich gerade aufsetzte und die dunkelblonden Strähnen aus dem Gesicht strich. Sie gähnte und streckte sich, dann angelte sie nach ihrer Brille und ihrem Smartphone und schlurfte an mir vorbei ins Badezimmer. Ich blieb stehen, beim Gang aufs Klo und unter die Dusche brauchte und wollte ich nicht dabei sein.
Stattdessen checkte ich ihren Kalender. Heute um 9 hatte sie ein Meeting auf der Arbeit. Daran konnte ich mich vage erinnern. Bei Besprechungen schaltete ich meistens auf Durchzug und starrte Sam, Leos Teamleiter, an. Der war ganz süß für einen. Leo kam aus dem Badezimmer und frottierte sich die Haare, während sie ihre Unterwäsche zusammensuchte. Dann holte sie eins ihrer geblümten Kleider aus dem Schrank und legte sich noch einmal aufs Bett. Das machte sie jeden Morgen so. Leo hatte einen festen Ablauf, von dem sie nur selten abwich. Wie langweiler das eben tun. Endlich rappelte sie sich auf und ging in die Küche. Ich setzte mich aufs Fensterbrett und sah hinaus auf die Straße, während sie sich einen Tee kochte und Cornflakes frühstückte. Dann ging es los wie jeden Morgen. Erst suchte sie ihre Schlüssel, dann leise fluchend ihr Smartphone, das sie in der Hand hielt. Mein Gott, ich bin so blöd, murmelte sie, als sie merkte und schob das Ding in ihre Jeansjacke. Ich konnte leider nicht widersprechen. Sie stieg in ihre Doc Martens und zog die Tür hinter sich zu. Ich blieb im Flur stehen und wartete. 10 Sekunden später öffnete sich die Tür erneut und sie holte fluchend ihren Motorradhelm. Jeden Morgen, maulte sie. Ich nickte. Jep, jeden Morgen. Wir fuhren hinunter in die Tiefgarage, wo Leos Vespa stand. Ich setzte mich hinter sie und schlang meine unsichtbaren Arme um ihre Taille. Sie wusste nie, dass ich bei ihr war, es sei denn, ich zeigte mich ihr absichtlich. So war ich einfach nur da, nicht zu sehen, nicht zu hören. Ich könnte alles anfassen und sie spüren lassen, dass ich da war, aber ich wollte schließlich nicht, dass sie sich erschreckte. Bis zu Leos Arbeit war es nur eine kurze Fahrt. Mit dem kleinen Motorroller schlüpften wir durch den Verkehr. Wir betraten das Gebäude, Leo grüßte am Empfang und wir fuhren mit dem Fahrstuhl zu ihrem Büro. Die Fahrstuhltüren öffneten sich und wir liefen zu ihrem Schreibtisch. Leo Hase, da bist du ja, winkte Ludwig, einer von Leos Kollegen. Ich rollte mit den Augen. Der Typ war so aufdringlich, dass ich immer Gänsehaut bekam. Und Leo war einfach zu freundlich, um ihm zu sagen, dass er sie in Ruhe lassen sollte. Moin Ludi, sagte Leo und winkte zurück. Ludi hängte sich über die Trennwand zwischen den Schreibtischen und riss die Augen auf. Das Ding ächzte bedenklich unter seinem Gewicht. Ludi brachte gut 120 Kilo auf die Waage. Hast du schon von dem neuen Kollegen gehört? Hauchte er bedeutungsschwer. Ja klar, Sam hat ihn noch angekündigt, erwiderte Leo verwundert. Matteo heißt er, oder? Er kommt über Vitamin B, machte Ludi weiter und verzog den Mund. Sowas kann ich ja gar nicht leiden. Ich bin schließlich wegen meiner Kompetenz hier. Ludi, jetzt komm mal runter, sagte Pai, der Leo gegenüber saß, augenrollend. Sam wird ihn nicht eingestellt haben, obwohl er gar nichts kann. Nur weil er jemanden kennt, muss er ja trotzdem durch den Bewerbungsprozess und den Betriebsrat. Ludi schnaubte und ließ sich auf seinen Stuhl plumpsen. Leo grinste Pai an und fuhr ihren Rechner hoch. Ich vertrat mir ein wenig die Beine, während sie ihre Mails checkte. Schließlich war es 9:15. Die Tür ging auf und Sam kam herein. Er hatte den neuen Kollegen dabei. Ich blieb stehen und starrte an den beiden Männern vorbei auf den dritten, den sie nicht sehen konnten. Er sah mich und blieb ebenfalls stehen. Sein Mund verzog sich zu einem herablassenden Grinsen, das ich nur zu gut kannte. Ach was, sie war, du hier. Was für ein Zufall. Ich holte tief Luft und unterdrückte den Wunsch, mich aus dem nächsten Fenster zu stürzen. Meine Zunge fühlte sich schwer an und mein Gesicht war wie eine Gummimaske, als ich mich zu einem Lächeln zwang. Hallo Seth. Ich starrte ihn an. Warum war er hier? Ausgerechnet er. Wir kannten uns von der Ausbildung zum Schutzengel. Er hatte die Klasse als Bester abgeschlossen. Nicht allein deswegen konnte ich ihn nicht leiden, aber das war der Hauptgrund. Und weil er ein widerlicher Besserwisser war. Er verschränkte die Arme vor der breiten Brust und zog die blonde Augenbraue hoch. Dass er hier war, ließ nur einen Schluss zu. Der neue Kollege ist also dein Schützling, sagte ich und nickte in Richtung der beiden Männer. Sam stellte den neuen gerade vor. Seth grinste auf diese Art, die ich so an ihm hasste. Allerdings, aber dass du hier bist, hat mir keiner gesagt. Warum sollten sie auch? Fragte ich. Falls ich dir noch was beibringen soll, meinte er achselzuckend. Aber anscheinend sollst du allein klarkommen. Das tue ich immerhin seit 17 Jahren, also mach dir keine Sorgen, zischte ich. Er schenkte mir ein mitleidiges Lächeln und ließ mich stehen. Ich drehte mich um und stellte mich demonstrativ neben Leo. Was für ein Vollidiot. Er hatte sich seit unserer Ausbildung kein Stück verändert. Matt übernimmt mit Leo zusammen das neue Projekt, sagte Sam gerade. Ich betrachtete Matt, Seths Schützling. Er war etwa 30 und hatte kurzes braunes Haar und braune Augen. Er grinste Leo an, dabei wurde eine kleine Zahnlücke zwischen den Schneidezähnen sichtbar. Er sah nett aus, aber ich beschloss, alles dafür zu tun, dass er und Leo so wenig Zeit wie möglich miteinander verbrachten. Je weniger ich diesen Idioten Seth um mich hatte, desto besser. Wie sieht die Deadline aus? Fragte Leo.
Wir haben bis Ende des Jahres Zeit, also sollte das passen, erwiderte Sam. Wenn ihr merkt, dass ihr nicht hinterherkommt, kann Ludi unterstützen. Ludi schnaubte beleidigt. Sah nicht so aus, als brächte er seine Hilfe gern ein. Ich beobachtete Seth aus dem Augenwinkel. Er stand etwas abseits, aber in Griffweite seines Schützlings und tat so, als höre er interessiert zu. Oder er interessierte sich seit Neuestem für Softwareentwicklung. Innerlich wandte ich mich. Warum musste ausgerechnet er mir über den Weg laufen? Jetzt hatte ich ihn am Hals, für wer weiß wie lange. Ich betrachtete Matt. Er sah wenig aufregend aus, wie ein Durchschnittstyp in seinem Hoodie. Er war nicht schüchtern, brachte sich gleich ins Meeting ein. Ich sah die anderen schmutzeln, als er einen Witz machte, außer Ludi natürlich, der immer noch schmollte. An mir ging die Pointe, wie so oft, vorbei. Softwareentwicklerhumor war nicht meins. Leo war speziell, aber ihre Kollegen waren waschechte Nerds. »Wie ist sie so?«, fragte Seth plötzlich und deutete mit dem Kinn auf Leo. Sie hockte auf ihrem Stuhl und machte sich Notizen auf ihrem Tablet. Wie so oft sagte sie nicht viel, stellte nur ein paar Verständnisfragen. Sich in den Vordergrund zu spielen, war noch nie ihr Ding. Ich schluckte den ersten Impuls hinunter, der aufkam, wenn ich nach Leo angesprochen wurde. Seth würde ich nicht sagen, dass sie sterbenslangweilig war. Wie stünde ich denn dann da? »Sie ist ein lieber Mensch«, sagte ich. Neben mir schmunzelte Leo über eine von Matts Bemerkung. Ich sah, wie sie ein kleines Smiley auf ihr Tablet malte und ein Herz daneben. Großer, mir wurde schlecht. »Ein lieber Mensch«, wiederholte Seth andächtig. Mein Kopf ruckte hoch. Wieder dieses herablassende Lächeln. »Das klingt ja nett.« »Und deiner?«, schoss ich zurück. »Abgesehen von schiefen Zähnen ist mir noch nichts an ihm aufgefallen.« »Aber«, winkte er ab. »Warum denn gleich so aggressiv, Siva? Mach dir keine Sorgen. Mit mir in der Nähe ist auch Leonore gleich viel sicherer.« »Besten Dank, aber ich komme allein klar«, sagte ich gepresst. »Kümmere dich lieber um deinen Schützling. Es war noch nie gut, sich in anderer Engel Angelegenheiten einzumischen.« Er hob begütigend die Hände. »Ich wollte nur helfen. Immerhin sind wir aus gutem Grund hier, nicht wahr?« »Ich gehe nicht davon aus, dass in den nächsten anderthalb Jahren hier etwas besonders Aufregendes passiert«, erwiderte ich schnippisch. »Leos Leben ist geordnet und ruhig. Ich bin wegen ihres guten Herzens hier.« »Hatte ich das gerade wirklich gesagt?« Meine Wangen röteten sich leicht. »So was Nettes hatte ich noch nie über sie gesagt. Das war mir direkt unangenehm. Ich sollte nicht immer so schlecht über sie denken. Doch wenn ich auf das zweite Herzchen neben dem Tablet auf dem ersten schielte, wollte ich ihr einfach eine knallen.« »Ein gutes Herz ist natürlich eine feine Sache«, sagte Seth gönnerhaft. Er sah zu Matt hinüber. »Matt hat ein besonderes Talent. Er ist einfach begnadet, was die Softwareentwicklung angeht. Ich denke, in ein paar Jahren wird er CIO eines Großkonzerns. Dann werde ich alle Hände voll zu tun haben.« »Wie schön für Matt«, meinte ich. Ich fand nicht, dass er wie einer aussah, der unbedingt Karriere machen wollte. Dazu wirkte er viel zu entspannt, zu lustig und redselig. Anscheinend hatte sein Schutzengel leicht übertrieben. Ich stockte, als mir ein Gedanke kam. Wollte Seth sich etwa vor mir wichtig machen? Ich betrachtete sein kantiges Gesicht mit dem ausgeprägten Kinn. Sein linkes Auge zuckte ein wenig, er wich meinen Blick aus. Bei allen Erzengeln konnte er nicht einfach verschwinden. Diese scheinheiligen Angebote, mir zu helfen, würden immer wiederkommen. Wie damals in der Ausbildung. Seth konnte alles, wusste alles und tat alles, was verlangt wurde. Und noch mehr. Ich ahnte, dass die nächste Zeit unangenehm wurde. Mir sträubten sich die Nackenhaare, wenn ich nur daran dachte und mein Puls stieg. Ich würde immer darauf lauern, dass er etwas Ätzendes sagte, bereit zu kontern. Ich musste Zeit damit zubringen, mir passende Erwiderungen zu überlegen, damit ich diese abfeuern konnte, wenn sie passten. Und sie mussten spontan aussehen. Ich war furchtbar schlecht in Spontanität. Er würde mich nicht in Ruhe lassen, vermutlich verlor ich eines Tages die Nerven. Ich musste ihn loswerden. Neben mir lachte Leo vergnügt. Und zwar bevor Schlimmeres passierte. Ich spürte, dass Seth mich beobachtete. Was er wohl darüber dachte, dass wir jetzt aufeinander hocken. Störte es ihn auch oder sahen wir nur jemanden, den er mit seinem Getue nerven konnte? Dass er sich überlegen fühlte, brauchte er mir nicht zu sagen, das wusste ich auch so. Sehr gut, sagte Sam in diesem Moment und nickte in die Runde. Dann haben wir fürs Erste alles geklärt, denke ich. Hab einen guten Start, Matt. Wenn ihr Fragen habt, kommt einfach zu mir. Aber ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Das konnte ich leider nicht bestätigen. Schon gar nicht, wenn ich in Leos eifriges Gesicht blickte. Ich merkte Leo den ganzen Tag an, wie nett sie Matt fand. Sie hatten gleich einen guten Draht zueinander und dass er so offen und freundlich war, erleichterte ihr den Kontakt. Leo war schüchtern. Es dauerte, bis sie auftaute und viel mit fremden Menschen redete. Für Matt war diese Hürde kein Problem. Er schaffte es in kurzer Zeit, das Eis zu brechen. Sie war es schon gewohnt, dass sie von männlichen Kollegen nicht ernst genommen wurde
Doch er lauschte ihr aufmerksam und stellte intelligente Rückfragen. Dabei streute er immer wieder kleine Witze ein, die ihren Humor trafen. Auch das noch. Ihre Augen leuchteten und es dauerte nicht lange, bis sie sich fachlich austauschten und über verschiedene Programmiersprachen philosophierten. Dabei bemerkten sie, dass sie ähnliche Interessen hatten und sich ihre Portfolios ergänzten. Ideal für ihr neues Projekt. Irgendwas wird Sam sich ja dabei gedacht haben, als er mich eingestellt hat, meinte Matt schulterzuckend. Selbstironisch war er also auch noch. Leo mochte es, wenn man sich selbst nicht so ernst nahm. Ich hingegen spürte Verzweiflung. Wollen wir es hoffen? Ich finde die Deadline ziemlich sportlich, meinte sie. Dann zeig mir gern, wo wir einhaken sollen. So können wir gemeinsam die Arbeitspakete erarbeiten und schauen, wer was übernehmen kann. Dann schaffen wir die Sprints auf jeden Fall, schlug er vor. Leo nickte enthusiastisch und klickte sich durch Programme und Fenster. Mir schwirrte der Kopf vor lauter Algorithmen, Schleifen und sonstigen Begriffen, die sie abfeuerten. Sie haben Spaß, sagte Seth mit unbewegter Miene. Er stand ein Stück links von mir und sah Matt über die Schulter. Interessiert es dich? Fragte ich. Er zuckte mit den Schultern. Ich habe mit Matt ein paar Semester Informatik studiert. Ich verstehe einiges, aber ich konnte mich nie so dafür begeistern wie er. Also ist dein Link zu ihm ein Studienfreund? Fragte ich. Ein Schulfreund, korrigierte Seth. Elias, wir kennen uns schon fast 20 Jahre. Ich nickte. Bei mir auch. Gwen. Wer hat dir denn den Namen verpasst, sagte er mitleidig. Ich mir selbst, sagte ich prompt. Er gluckste und drehte sich weg. Ich schnaubte und konzentrierte mich wieder auf Leo. Sollte er doch denken, was er wollte. Seine Meinung zu meinem Tarnnamen interessierte mich nicht. Abends telefonierte Leo Ewigkeiten mit ihrer Schwester, die in Kiel studierte, und ich zog mich in den Kontrollraum zurück, dem ich die Nächte verbrachte. Wenn sie zu Hause war, war sie in Sicherheit und ich konnte mir die Distanz erlauben. Erst zu spät fiel mir auf, dass Seth diese Möglichkeit auch nutzen könnte, doch er ließ sich nicht blicken. Ich musste mir einen Plan zurechtlegen, wie Seth wieder los wurde. Dieser Weg führte über Matt. Wenn ich dafür sorgen könnte, dass er gefeuert wurde... Ich verzog den Mund. Das verstieß zwar nicht gegen den himmlischen Kodex, aber es war Seths Aufgabe, genau solches Unheil von ihm abzuwenden. Wenn ich also etwas unternahm, schrillten bei ihm die Alarmglocken. Und Leo dazu anzustiften, ja genau, als ob sie sowas in einer Million Jahre täte. Herzchen, Herzchen, vergiss es, Siva. Mir blieb nichts anderes übrig, als auszuhalten. Im besten Fall mochten die beiden sich nicht besonders und das Projekt ging nur bis Jahresende. Ein Wimpernschlag, sogar für Leos Lebensspanne. Danach arbeitete sie dann hoffentlich wieder mit Pai oder Ludi zusammen. Und Matt und Seth zogen idealerweise weiter. Möglichst nach Südafrika oder Australien. Hauptsache weit weg. Ja, lass uns mal über deine Figuren sprechen. Ich habe ja schon ein paar Namen gehört, aber vielleicht magst du sie mal vorstellen und ein bisschen was dazu erzählen. Sehr gerne. Also, das Buch ist ja aus der Perspektive von Siva geschrieben. Siva ist ein Schutzengel. Das bedeutet, sie ist ein Engel aus dem Himmel, dessen Aufgabe es ist, den Menschen, der ihr zugeteilt wurde, zu überwachen. Siva ist noch relativ jung für einen Engel, so um die 100 Jahre ungefähr. Und was auch immer wieder thematisiert wird, ist, dass sie sich an ihr menschliches Leben nicht erinnern kann. Würde sie manchmal gerne, manchmal ist es aber auch okay, dass sie es nicht kann. Ja, wir haben jetzt schon mitbekommen, sie ist recht unzufrieden eigentlich mit ihrem Job, also darüber, dass Leo ihr eigentlich nicht aufregend genug ist. Aber jetzt hat sie ja unverhofft Action bekommen, dadurch, dass Matt und Seth aufgetaucht sind. Die zweite Hauptfigur ist Leo. Sie war Schützling. Das heißt, sie ist der Mensch, den Siva unter Einsatz ihres Lebens beschützen soll. Wir haben Leo jetzt schon ein bisschen kennengelernt. Sie ist Softwareentwicklerin und sie ist nach Sivas Dafürhalten ein langweiliger, aber sehr, sehr freundlicher und netter Mensch. Jetzt hat sich eben ja schon ein bisschen abgezeichnet, dass Leo mit Matt, der nächsten Hauptfigur, die jetzt dazugekommen ist, sich gut versteht. Und es ist tatsächlich so, dass die beiden einander sehr mögen. Sehr zu Sivas Missfallen, muss man dazu sagen. Genau. Matt ist auch Softwareentwickler. Der Text hat ihn ja auch kurz ein bisschen beschrieben. Er kommt neu in Leos Team und soll mit ihr zusammenarbeiten. Und er ist ein ganz lustiger Typ eigentlich. Die beiden sind auch ein kleines bisschen nerdig und lieben Science-Fiction- und Fantasy-Filme und werfen sich da auch manchmal ein paar Filmzitate zu. Und ja, es kommt dann so, wie es kommen muss. Die beiden mögen sich wirklich sehr, sehr gerne und werden dann ein Paar.
Und Matt hat ja auch einen Schutzengel, den wir auch kennengelernt haben. Das ist Seth, den Siva schon aus ihrer Schutzengelausbildung im Himmel kennt. Und Siva und Seth mögen sich nun mal überhaupt gar nicht. Seth ist sehr von sich überzeugt und lässt Siva das auch spüren, dass er sich für kompetenter hält. Was natürlich für sie, die sich ja eigentlich selber für die kompetenteste hält, auch nochmal eine nicht ganz so schöne Situation darstellt. Genau, und weitere Charaktere, die im Buch auch auftauchen, das sind Leos und Matts Kollegen Sam, Pai und Ludi. Und dann spielt auch noch Leos Freundin Rosalie eine größere Rolle. Die ist jetzt aber im Text nicht vorgekommen, aber die bilden so ein bisschen das Netzwerk von Leo und auch von Siva und tauchen immer wieder auf. Wo spielt denn dein Buch? Gibt es eine bestimmte Stadt? Ja, ich mag es besonders gerne, über Orte zu schreiben, die ich kenne. Und deshalb spielen viele meiner Bücher in Hamburg. Und es ist tatsächlich auch so, dass die Orte, an denen zum Beispiel die Firma liegt oder auch wo die Wohnungen von Matt und Leo liegen, die habe ich mir vorher dann natürlich alle rausgesucht. Und deswegen spielt das alles im östlichen Teil von Hamburg, so in Hamm und in Horn. Und da bewegen die sich sozusagen. Magst du gleich mal weiterlesen? Ich bin jetzt sehr neugierig, wie es weitergeht. Ja, sehr gerne. Wir machen quasi einen kleinen Zeitsprung und jetzt ist es so gekommen, dass Matt Leo gefragt hat, ob die beiden ein Date haben möchten und da setzen wir wieder ein. Matt und Leo verbrachten ein perfektes erstes Date miteinander. Sie redeten, sie lachten, hielten sich an den Händen und lernten sich besser kennen. Ich hatte schon ein paar erste Dates mit Leo erlebt und auch ein paar Beziehungen sowie deren Ende und musste zugeben, dass es noch nie so gut gepasst hat. Matt war auf ihrer Wellenlänge. Das lag nicht nur an dem Job und den damit verbundenen gemeinsamen Interessen. Es lag auch an ihrer ähnlichen Lebenseinstellung und dass beide eher gelassene Typen waren. Leo blühte in seiner Gegenwart auf. Sie traute sich, über Dinge zu sprechen, die ihr sonst schwer fielen. Mit Matt fiel es ihr leicht. Sie hatte diese Art, einfach urteilsfrei zuzuhören. Er gab ihr zu keiner Zeit das Gefühl, sich für etwas rechtfertigen zu müssen. Das fand ich bemerkenswert und es gefiel mir auch. Ich mochte Matt als Mensch. Er war sympathisch und offen, im Gegensatz zu seinem Beschützer. Seth ließ Leo nicht aus den Augen. Misstrauen verzerrte seine Züge. Was ist? Fragte ich gereizt, als er nach einer Bemerkung von Leo schnaubte und den Kopf schüttelte. Wenn du nicht hier wärst, hätte ich ihn schon längst weggeholt, knurrte er und krauste die Nase. Warum? Ist sie zu nett für dich? Stichelte ich. Fühlst du dich ihretwegen schlecht in deiner Haut? Kein bisschen, Siva, erwiderte er gepresst. Aber so nette Frauen haben normalerweise irgendein bizarres Hobby oder ticken nicht richtig. Ausgestopfte Tiere oder was weiß ich. Das habe ich alles schon erlebt. Du erinnerst dich, warum wir hier sind, oder? Tue ich. Und meine Anwesenheit bedeutet, dass sie nicht verrückt sein kann, erwiderte ich irritiert. Das hättest du mir sonst sicher gesagt, versetzte er. Warum sollte ich? Fragte ich. Bei aller Irritation fand ich langsam Spaß an diesem merkwürdigen Gespräch. Seth sah so gestresst aus. Für mich wäre das ja vollkommen normal. Ist sie eine Psychopathin? Fragte er mich direkt. Ich starrte ihn an. Für ihn war das kein Spaß. Eine Psychopathin mit Schutzengel? Fragte ich vorsichtshalber nach. Manchmal geschehen Fehler, beharrte er. Das wird Zacharia gern hören, wenn du ihm das sagst, schoss ich zurück. Wenn du denn dieses Mal den Mund aufbekommst, Feigling. Nenn mich nicht so, fauchte er mich an. Ich bin kein Feigling. Davon habe ich am Freitag nichts gemerkt, als du einfach gegen unsere Absprache gehandelt hast, konterte ich. Meine Stimme wurde lauter. Gut, dass uns niemand hören konnte. Ich habe dir schon gesagt, dass es dumm gewesen wäre, zu widersprechen, versetzte er. Und trotzdem hatten wir vorher besprochen, dass wir die Sache gemeinsam angehen. Ich schüttelte den Kopf und winkte ab. Es ist eh Unsinn, mit dir darüber zu sprechen. Du hast keinen Sinn für Loyalität. Ich bin loyal, erwiderte Seth gekränkt. Ich zuckte mit den Schultern. Inzwischen hatte Matt das Essen bezahlt und brachte Leo zu ihrer Vespa. Sie küssten sich erneut und schmiegten sich eng aneinander. Das ist eine Beleidigung, Siva, die ich so nicht hinnehmen kann, machte Seth weiter. Ist mir egal, ich sage nur die Wahrheit. Ich setzte mich auf Leos Sozius. Das hättest du dir überlegen müssen, bevor du mich hintergehst. Leo winkte Matt und startete den Motor der Vespa. Sie rollte vom Gehweg auf die Straße. Ich warf Seth einen letzten wütenden Blick zu. Über unseren Wortwechsel konnte er gern noch ein paar Tage nachdenken. Vielleicht kam er drauf. Ein ohrenbetäubender Lärm dröhnte in meinem Schädel. Lichter flammten auf und plötzlich änderten wir die Richtung. Mit einem erschrockenen Aufschrei rutschte ich von der Vespa und knallte mit dem Steißbein schmerzhaft auf den Asphalt.
Ich japste und kam gerade rechtzeitig wieder hoch, um Leo aufzufangen, die mit ihrem Roller umfiel. Scheiße, fluchte ich und legte sie vorsichtig auf die Straße. Dann erst sah ich, dass sie ein Auto übersehen hatte. Der Fahrer hatte gehupt und war gerade so zum Stehen gekommen. Es fehlten nur wenige Zentimeter. Der Fahrer fluchte wild und riss die Tür auf. Verdammt, Mädchen, bist du bescheuert? Ich fühlte mich wie betäubt. Matt kam angelaufen und half Leo hoch. Lassen Sie meine Freundin in Ruhe. Ist sie verletzt? Wollte der Mann wissen und kam auf sie zu. Jetzt wirkte er eher ängstlich als wütend. Bist du okay? Fragte Matt. Leo nickte benommen. Matt zog sie auf die Beine und hiefte den Roller hoch. Langsam schob er ihn zurück auf den Gehweg und winkte das Auto vorbei. Der Fahrer stieg widerstrebend in sein Auto, dann gab er Gas. Das war knapp, sagte Matt zu Leo und nahm sie in den Arm. Sie zitterte wie Espenlaub. Allerdings, sagte Seth, der sich wie ein Aufseher neben mich stellte. Das hättest du sehen müssen. Er hatte recht, doch mein Schock wich Wut und machte es unmöglich, etwas zu sagen. Ich konnte es einfach nicht zugeben und ich war rasend wütend auf mich selbst. Lass mich in Ruhe, fuhr ich Seth an und eilte zu Leo. Sie war unverletzt, aber der Schock stand ihr ins Gesicht geschrieben. Sowas darf einfach nicht passieren, beharrte Seth. Wenn der Autofahrer nicht gebremst hätte, ich weiß, fauchte ich. Verdammt, das weiß ich doch. Ich drehte ihm den Rücken zu und biss mir auf die Lippe. Kurz entschlossen entfernte ich mich ein paar Meter und wurde sichtbar. Jetzt konnte ich wenigstens eingreifen. Leo, rief ich und lief zu ihr. Ist alles okay? Leo sah mich mit großen Augen an. Quenny, ich hab's gesehen. Ich nahm sie in den Arm. Gut, dass dir nichts passiert ist. Jetzt fiel mir auf, dass Matt noch da war. Ich sah ihn an. Das erste Mal hatten wir echten Blickkontakt. Hallo, ich bin Leos Freundin Gwen. Matt, sagte er. Leos. Er verstummte und wusste offenbar nicht, was er sagen sollte. Date, sagte Leo, die sich langsam wieder fasste. Wollte ich dir noch erzählen. Freut mich, sagte ich zu Matt und wandte mich wieder Leo zu. Das sah gefährlich aus. Bist du wirklich in Ordnung? Der Schreck war das Schlimmste, sagte sie. Ich habe einfach nicht aufgepasst, ich blöde Kuh. Nein, die blöde Kuh war eindeutig ich, aber das konnte ich ihr schließlich nicht sagen. Ich bot ihr an, sie nach Hause zu begleiten, was sie schließlich annahm, als ich anbieten durch drängen ersetzte. Dann verabschiedete sie sich von Matt. Ich startete den Motor der Vespa und wartete, bis sie sich hinter mich setzte und die Arme um meine Taille schlang. Ihre Hände zitterten leicht. Ich steuerte den Roller sicher zu ihr nach Hause und stellte ihn ab. Wie gut, dass du in der Nähe warst, sagte Leo und lächelte müde, als sie ihren Helm abnahm. Ich zuckte mit den Schultern. Manchmal bin ich zur richtigen Zeit zur Stelle. Wobei das manchmal idealerweise ein Immer sein sollte. Ich fragte mich, ob Seth mich bei Zacharia anschwärzte, wenn er die Gelegenheit dazu bekam. Tut mir leid, dass du den Umweg zu mir nach Hause machen musstest, murmelte Leo, die langsam wieder sie selbst wurde. Hey, das ist selbstverständlich, dafür ist eine Freundin doch da, winkte ich ab und fühlte mich noch schlechter. Wenn ich meinen Job richtig gemacht hätte, bestünde das Problem gar nicht. Ich bin gespannt, was du mir übermorgen, wenn wir uns zum Essen treffen, über Matt erzählst. Er wirkte sehr nett. Feine Röte überzog ihr Gesicht. Ist er auch. Ich freue mich auf die Details. Ich umarmte sie. Leg dich hin und ruh dich aus. Ich rufe dich an, wenn ich zu Hause bin, okay? Leo nickte. Ich sah ihr das schlechte Gewissen an. Sie stand immer noch neben sich, aber ich wollte ihr die Nachtruhe gönnen. So hatte sie sich ihr erstes Date mit Matt sicher nicht vorgestellt. Auch das war meine Schuld. Der Ärger wurde immer größer. Ihr Smartphone vibrierte. Ich konnte mir denken, dass Matt wissen wollte, ob sie gut angekommen war. Ich schickte sie zur Tür, winkte und lief los, um in der Parallelstraße wieder in die Astralebene zu wechseln. Ich fühlte mich immer noch mies. Und das Schlimmste war, dass Seth meinen Patzer mitbekommen hatte. Ich ahnte, dass ich mir noch viel deswegen anhören musste. Leo schlief erfreulich ruhig in dieser Nacht, konnte den Schreck gut abschütteln. Ich hingegen saß bis zum Morgen auf ihrer Fensterbank und starrte sie an, versuchte herauszufinden, ob sie doch verletzt war. Ich kam einfach nicht darüber hinweg und ich verstand nicht, wie mir das hatte passieren können. Das war das Schlimmste an der Sache und sorgte dafür, dass ich an mir selbst zweifelte. Ich war immer so absolut sicher, dass ich meinen Job perfekt beherrschte, dass ich unterfordert und überqualifiziert war. Meine Nachlässigkeit zeugte vom Gegenteil. Ich fühlte mich schlecht, schuldig, wie eine Versagerin. Ich konnte von Glück sagen, dass Leo nichts passiert war. Es fehlte nur ein winziges bisschen und es wäre zur Katastrophe geworden. Noch nie hatte mir etwas so zu schaffen gemacht. Ich fühlte mich, als hätte ich mit dem Erkenntnis einen Teil meiner selbst verloren. Doch nicht so gut in meinem Job war, was blieb mir dann noch? Es half nichts. Ich musste beweisen, dass ich es konnte.
Als wir am nächsten Morgen bei Bellmann eintrafen, warteten Matt und Seth bereits auf uns. Ich sah meinen Kollegen sofort an, dass er noch einiges zu dem Vorfall von gestern zu sagen hatte. Matt sprang auf Leo zu und fragte, ob es ihr gut ging. Seth trat indes an mich heran. Ich muss mit dir reden, sagte er angespannt. Und über, wenn ich fragen darf? Über gestern und den groben Fehler, den du gemacht hast. Ich mied seinen Blick. Schadenfreude würde mir den Rest geben. Ich weiß selbst, dass ich einen Fehler gemacht habe, das brauchst du mir nicht zu erklären, sagte ich patzig und zu seinen Schuhspitzen. Ich muss das melden, Siva, sagte er. Mein Kopf ruckte hoch, mir stand der Mund offen. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Langsam schüttelte ich den Kopf. Warum? Presste ich heraus. Weil das ein schwerer Regelverstoß war, informierte er mich. Und was willst du damit erreichen? Leo ist unverletzt. Du hast das Leben deines Schützlings gefährdet, sagte er halsstarrig. Das weiß ich, zischte ich. Und jetzt willst du mich bei Zacharia anschwärzen und mich abziehen lassen? Seth holte tief Luft. Sein Mund verzog sich unwillig. Ich will dich nicht anschwärzen. Tust du dann aber, erwiderte ich. Und du nimmst mir damit die Chance, es wieder gut zu machen. Dafür habe ich dann wahrscheinlich keine Möglichkeit mehr, aufzusteigen. Jeder macht mal Fehler, meinte er. Das bedeutet nicht, dass ich deine Karriere ruiniere. Das werde ich dir wohl dann in 50 Jahren sagen können, wenn wir die Konsequenzen besser abschätzen können. Dann kannst du dir ja die Zeit nehmen, deine Taten zu reflektieren. Für mich ist es dann sicher zu spät, sagte ich erstickt. Wütende Tränen stiegen in meine Augen. Ich hätte ahnen müssen, dass er die erste Gelegenheit nutzte, um mich loszuwerden. Wegen einer Situation, die glimpflich ausgegangen war. In einem Moment, in dem ich ausgerechnet Publikum hatte. Ich machte meinen Job seit fast 20 Jahren gut. Leo war nie etwas Schlimmes zugestoßen. Ich verdiente es nicht, dass sie mir aus einem Fehler einen Strick gedreht. Nochmal. Ich verdiente es nicht, dass mir aus einem Fehler ein Strick gedreht wurde. Meine Selbstzweifel waren schlimm genug. Ich musste beweisen dürfen, dass es nicht wieder passierte, dass ich doch gut in meinem Job war. In Seths Gesicht arbeitete es. Gut, sagte er abrupt. Ich melde es nicht. Diesmal. Aber wenn das nochmal passiert, muss ich mit Zacharia reden, Siva. Ich schluckte und kämpfte mit mir. Danke, sagte ich rau, obwohl es nichts gab, wofür ich ihm dankbar sein müsste. Ich sah ihm an, wie er die Macht genoss, die er über mich hatte. Dieser forschende Blick, den er mir zuwarf, genau beobachtete, wie ich reagierte. Er würde mich belauern und beim nächsten Mal seine Drohung wahrmachen. Ich hasste ihn. Das ärgerte mich fast so sehr wie die Ereignisse selbst. Er sagte Zacharia vielleicht nichts von meinem Fehler, aber er ließ mich auch keine Sekunde aus den Augen. Ich fühlte mich wie in einer Prüfungssituation. Mehrmals wies er mich am Donnerstag und Freitag Versäumnisse hin, die ich seiner Meinung nach begangen hatte. Ich ertrug es kaum noch und die Wut brodelte in mir. Und das sollte ich mir ständig antun? Pass auf, fuhr er mich an, als Leo mit einer Teetasse durchs Büro lief und über ein Kabel stolperte. Ich zuckte zusammen und bekam einen Riesenschreck. Leo hingegen fing sich selbst ab und lachte über ihr Ungeschick, doch ich explodierte. Seth, verflucht, lass das! Ich funkelte ihn an. Ich muss sie nicht in Watte packen und sie schafft den Weg vom Wasserkocher zum Schreibtisch allein. So, wie sie den Weg vom Restaurant nach Hause allein schafft, provozierte er mich. Ich schluckte die Wörter hinunter, die mir auf der Zunge lagen und die er verdient hätte. Matt war die ganze Zeit an Leos Seite. Auch er war aufgesprungen. Mein Blick blieb an ihm hängen. Es nützte nichts, ich musste ihn loswerden. Als Kollege würde mir das kaum gelingen, aber ich musste unbedingt verhindern, dass er und Leo ein Paar wurden. Das ertrug ich nicht. Ich konnte meinen Job nicht richtig machen, wenn Seth in meiner Nähe war. Entweder wurde ich die beiden los oder ich holte tief Luft. Scheiße, ich musste es zumindest versuchen. Endlich war der Freitag geschafft und Leo machte Feierabend. Heute stand unser Treffen an, das wegen Rosalie ausgefallen war. Das war meine Chance, meinen Plan umzusetzen. Ich hatte deswegen ein schlechtes Gewissen, aber es ging einfach nicht anders. Die beiden kannten sich kaum und sie würde schnell darüber hinwegkommen. Es gab andere Männer, die mindestens so gut zu ihr passten. Matt war ersetzlich für Leo. Ganz sicher. Ich musste es nur oft genug sagen. Wir trafen uns in einem Restaurant, das Leo vorgeschlagen hatte. Ich begleitete sie auf der Astralebene hinein, vergewisserte mich, dass alles in Ordnung war und verschwand dann, um sichtbar zu werden. Ihre Augen strahlten, als ich zur Tür hereinkam. Sie nahm mich in den Arm. Wie schön, dich zu sehen, sagte sie. Und danke nochmal, dass du mich vorgestern nach Hause gebracht hast. Weißt du was? Ich lade dich heute zum Dank ein. Das ist das Mindeste. Ich wollte ablehnen, doch sie ließ nicht locker, bis ich mich geschlagen habe. Du wolltest mir noch von Matt erzählen, sagte ich, nachdem wir bestellt hatten. Ihre Wangen röteten sich und sie strahlte. Mein Magen fühlte sich wie ein Eisklumpen an. Ich musste durchziehen, auch wenn es mir leid tat.
Er ist seit letzter Woche bei uns im Team, erzählte sie. Ich mache die Einarbeitung und dabei haben wir festgestellt, dass er auch Matrix mag. Er ist witzig und süß, das hast du ja bestimmt auch gesehen. Sie brach ab und grinste verlegen. Ich mag ihn sehr. Ich gab mir einen Ruck. Das ist schön, sagte ich vorsichtig. Aber natürlich auch ein bisschen riskant, immerhin ist er dein direkter Kollege. Leos Lächeln wurde etwas schmaler. Ich weiß, darüber habe ich auch schon nachgedacht, gab sie zu. Und bei Bellmann haben die kein Problem damit, setzte sich noch ein oben drauf. Jetzt erlosch ihr Lächeln. Naja, bisher ist ja noch nichts passiert, sagte sie leise. Wir hatten ja erst 2 Dates und wenn das der Fall wird, würden wir Sam natürlich sagen. Meinst du, er hat ein Problem damit? Ich weiß es nicht, ich kenne ihn ja nur flüchtig, sagte ich schulterzuckend, bereitete meinen Angriff vor. Dabei spürte ich ein schmerzhaftes Reißen in der Brust. Reiß dich zusammen, Siva. Das musst du durchziehen, wenn du Seth loswerden willst. Bei mir in der Firma gab es ein Pärchen, das sich ständig gestritten hat, begann ich also. Die beiden haben auch zusammengearbeitet und wenn sie ein privates Problem hatten, flogen auch auf der Arbeit die Fetzen. Das war natürlich erfunden, aber langsam kam ich in Fahrt. Irgendwann wurde es dem Vorgesetzten zu blöd und er hat die beiden in verschiedene Teams gesteckt. Wenig später haben sie sich getrennt und dann ging es richtig rund. Ständig hat einer über den anderen schlecht geredet und die Stimmung war im Keller. Niemand hat das mehr ertragen und alle Kollegen waren sauer. Mittlerweile arbeiten beide nicht mehr für uns. Leo glaubte, ich würde bei einer Krankenkasse arbeiten. Ihre Augen wurden immer größer und ihr Gesicht verzweifelt. Das ist ja furchtbar. Oh Mann, Gwenny, die Geschichte gefällt mir gar nicht. Ich will dir ja nichts ausreden, log ich. Aber ich will dir sagen, dass es eben Risiken gibt, wenn du mit ihm zusammenkommst. Er wirkte nett, aber darum geht es ja nicht. Es kann ja auch sein, dass es bei euch alles pure Harmonie ist und das Problem gar nicht auftritt. Dann bliebe immer noch die Geschichte, dass ihr so eng zusammenarbeitet. Aber vielleicht kann Sam ja dafür sorgen, dass du mit einem anderen Kollegen das Projekt machen kannst. Oder du gibst es auf. Das möchte ich aber nicht, sagte sie stirnrunzelnd. Ich habe Sam schon lange um ein Sonderprojekt gebeten und das System, an dem wir arbeiten, ist super. So können wir die Fördergelder noch bedarfsgerechter an die Projekte und Stiftungen verteilen. Der Algorithmus ist wichtig für die ganze Firma. Sie zögerte. Und ich möchte das unbedingt machen, Gwenny. Ich zuckte mit den Schultern. Ich weiß nicht, was ich dir raten soll, Leo. Ich wünschte, du hättest mir die Geschichte von deinen Kollegen nicht erzählt, stöhnte sie. Jetzt habe ich ein dummes Gefühl bei der Sache. Ach, das tut mir leid, sagte ich, und das tat es tatsächlich. Ich sah ihr an, dass es sie jetzt schon quälte. Ihre Gedanken ratterten durch ihren Kopf und sie bekam Angst. Vor allem das wusste ich genau. Davor einen Fehler zu machen und ihr Projekt zu verlieren. Sie wusste selbst, wie lange sie darauf hingearbeitet hat, wie wichtig es ihr war. Doch sie empfand schon jetzt viel mehr für Matt und sie wollte gern sehen, wohin es mit ihnen beiden führte. Ich machte ihr das gerade kaputt. Mein schlechtes Gewissen wuchs. Ich hatte mich weit aus dem Fenster gelehnt und griff aktiv in ihr Leben ein. Das durften Schutzengel nur in Ausnahmefällen tun. Ich dehnte die Regeln des himmlischen Kodex zu meinen Gunsten und redete mir ein, dass ich sie so vor Unheil bewahrte. Aber wem machte ich etwas vor? Ich handelte in meinem eigenen Interesse, nicht in ihrem. Deswegen fühlte ich mich noch mieser. Ich muss darüber nachdenken, sagte Leo traurig. Ich legte ihr die Hand auf den Arm. Tu das. Ich bin mir sicher, dass du dich richtig entscheidest. Und mein schlechtes Gewissen wurde noch schlimmer. So, jetzt bin ich natürlich sehr neugierig. Wie kam es dazu, dass du diesmal einen Roman geschrieben hast? Weil eigentlich schreibst du ja Fantasy. Das hat sich tatsächlich so entwickelt, muss ich sagen. Also ich habe die Geschichte grob geplottet. Und je mehr ich da ins Detail gegangen bin, je mehr ich die Person ausgearbeitet hat, desto weniger Fantasy ist es tatsächlich geworden. Und desto mehr ging es dann auf einmal so in Richtung, ja, also es hat ja ein paar Thriller-Elemente, was ich noch gar nicht erzählt habe. Leo stolpert in der Firma, in der sie arbeitet und sie arbeitet für die Bellmann GmbH. Das ist eine Firma, die sich um die Verteilung von Spendengeldern für gemeinnützige Projekte und Aktionen kümmert. Das heißt, es ist so eine Art Dienstleister, die dann Stiftungen unterstützt oder Förderungen dann halt durchwinkt und so weiter. Und während sie da so arbeitet in der Softwareentwicklung, taucht in der Buchhaltung da ein Problem auf, das sie im ersten Moment gar nicht so sehr beachtet, aber es taucht immer wieder auf und dabei fällt ihr halt auf, dass in den Geldbewegungen irgendwelche Unregelmäßigkeiten. Und da sie ja nun ein sehr idealistischer Mensch ist,
klemmt sie sich dahinter und stößt da auf etwas, das ihr überhaupt gar nicht gefällt und das sie dann in sehr große Gefahr bringt. Und je mehr ich mich in diese Handlung hineinversetzt habe, je mehr ich das ausgearbeitet habe, desto weniger Fantasy ist es einfach geworden. Und ich hatte da wirklich Spaß daran, auch eher so ja, Krimi-Elemente und spannende Elemente mit einzubauen. Und es hat sogar super viel Spaß gemacht, dass meine beiden Protagonisten, also die beiden Menschen, Softwareentwickler sind. Mit dieser Berufsgruppe habe ich beruflich auch zu tun, ohne dass ich selber Software entwickle. Aber es ist dann einfach immer spannender geworden und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich von meinem üblichen Genre ein bisschen abgewichen bin. Und es ist dir auch gelungen. Dankeschön. Ich finde es großartig. Auch, also Softwareentwickler ist jetzt auch nicht das, wo ich mich auskenne. Aber ich finde die ganze Geschichte sehr spannend, muss ich sagen. Dankeschön. Also ich kenne mich da jetzt auch nicht so wahnsinnig gut aus, aber dadurch, dass ich ja ganz viele Kollegen und Kolleginnen habe, die das beruflich machen, hatte ich natürlich einen sehr kurzen Weg, um dann zu fragen. Und jetzt ist es natürlich auch nicht mein Anliegen gewesen, da eine Abhandlung zu schreiben über Programmierung oder ähnliches, sondern ich habe dann versucht, das so zu verpacken, dass es der Leser oder die Leserin gut nehmen kann, ohne dass es jetzt langweilig wird, sondern dass es halt einfach ein Teil der Geschichte ist, der dann im besten Fall gut nachvollziehbar ist. Genau, und man braucht auch keine Erfahrung in Softwareentwicklung zu haben. Glücklicherweise nicht, nein. Kennst du endlich all deine Figuren von deinen Büchern in- und auswendig? In- und auswendig würde ich jetzt nicht sagen. Wenn ich mit der Geschichte oder bevor ich anfange, die Geschichte zu schreiben, setze ich mich hin und schreibe für jede wichtige Figur so eine Art Steckbrief und denke mir da dann die ganzen Details und Informationen über diese Person aus. Das heißt, wie alt ist sie? Wo ist sie geboren? Wo lebt die Familie? Gibt es Geschwister? Wie sah so der Werdegang bis hierher aus? Was mag derjenige besonders gerne und was kann er nicht so gut? Also Stärken und Schwächen. Und dann auch, was denjenigen bewegt sozusagen. Was ist sein Ziel oder ihr Ziel und was ist ihr besonders wichtig oder ihm, was ist sozusagen der Treiber? Tatsächlich ist es jetzt im Laufe der Zeit ein bisschen schwieriger geworden, da die Übersicht zu behalten. Aber meine Hauptfiguren, die kenne ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Deine perfekte oder Lieblingsurlaubslektüre? Also meine Lieblingsurlaubslektüre wäre nicht nur ein Buch, sondern mehrere. Also im schlimmsten Fall bin ich mal für anderthalb Wochen, glaube ich, mit 11 Büchern oder so verreist. Da habe ich auch Ärger bekommen von meinem Mann, weil das so viel Platz und Gewicht weggenommen hat im Koffer. Aber es ist dann auf jeden Fall eine Mischung. Da wäre dann ein Krimi-Roman dabei und auch was Leichteres, irgendwie ein lustiger Roman, vielleicht auch noch ein Fantasy-Roman. Und ich würde dann ein bisschen durch die Genre springen. Vor allen Dingen, weil das im Urlaub ja eigentlich schön ist und man ein bisschen mehr Zeit hat, um zu lesen. Es war zumindest das letzte Mal, als wir so richtig in Urlaub gefahren sind, da hatten wir noch kein Kind. Da habe ich wirklich alle 11 Bücher dann in den 10 Tagen durchgelesen. Das also macht mich jetzt gerade sprachlos, aber Respekt. Also ich mag total gerne Thriller zum Beispiel, wie von Tess Gerritsen oder auch von Gillian Hoffman, also so ein bisschen fiesere Sachen, wie ich sie selber gar nicht schreiben kann. Das ist dann wahrscheinlich so ein besonderer Kick, halt Sachen zu lesen, die man selber jetzt nicht so schreiben könnte. Aber du machst dann schon noch Urlaub? Ja, also ich liege dann oder sitze irgendwo und lese. Und das ist dann so meine Hauptbeschäftigung. Aber die Bücher sind dann ja nicht so dick, ne? Das sind dann irgendwie so 300-400 Seiten. Also das kann man gut so weglesen dann am Strand oder am Pool oder so. Was sind deine Lieblingsleseorte? Also Strand und Pool natürlich. Tatsächlich komme ich so im Alltag recht wenig zum Lesen. Aber wenn, dann sitze ich meistens entweder in meinem Sessel. Ich habe tatsächlich auch eine Art Lesezimmer, beziehungsweise es ist ein Leseflur, wenn man so will. Da steht ein kleiner Sessel drin und da habe ich all meine Schätze, all meine Bücher
reiht in Regalen und da kann man dann durchgehen und dann fühle ich mich immer so ein ganz kleines bisschen, auch nur ein ganz kleines bisschen wie bei Die Schöne und das Biest, wenn sie in diese Riesenbibliothek reinkommt. Sowas hätte ich gerne, aber ich habe es in ganz, ganz klein. Oder ich liege halt auf der Couch und lese da. Du hast also ein Lesezimmer voll mit Büchern. Ein Leseflur sozusagen. Ein Leseflur, na, ist ja auch schon schön. Ja. Wo finden wir dich denn bei Social Media? Bei Instagram findet ihr mich und auf Instagram ist auch der Link zu meiner Homepage, wo ich auch versuche, immer alles up to date zu halten, was auch die neuen Bücher und Neuerscheinungen angeht. Und da kann man mich eigentlich ganz gut erreichen. Da schaue ich regelmäßig rein und wenn man dann versucht, da Kontakt mit mir aufzunehmen, dann klappt das in der Regel ganz gut. So, und jetzt verrat uns mal noch, wo wir dein Buch kaufen können. Mein Buch könnt ihr eigentlich überall kaufen, wo es Bücher gibt, also sowohl online als auch im Buchhandel. Im Buchhandel muss es meistens bestellt werden, aber verfügbar sein sollte es eigentlich immer. Das ist doch wunderbar. Und was wünschst du dir von deinen Lesern? Dass sie meine Bücher kaufen, lesen und toll finden, natürlich. Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Also ich freue mich einfach wahnsinnig, wenn jemand über mein Buch fällt, das liest und es ihm oder ihr dann sogar wirklich gut gefällt oder ja, wenn ich denjenigen dann eine schöne Zeit beim Lesen bescheren konnte und wenn man sich dann noch die Mühe machen würde, mir da ein kurzes Feedback zu schreiben, dann freue ich mich ganz besonders. Ja, das hört sich doch gut an. Ja, Christine, wir sind leider schon am Ende. Schade. Es war wieder sehr schön mit dir. Dankeschön, das kann ich nur zurückgeben. Danke und ich hoffe, dass du bald wieder mein Gast bist. Ich würde mich sehr freuen, du bist immer herzlich eingeladen und ja, ich wünsche dir heute noch einen schönen Tag. Vielen Dank, Emilia, wünsche ich dir auch. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.